Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Wir gucken uns heute einen Teil der ZDF-Reportage an, die am besten niemand in Deutschland sehen sollte. Zumindest nicht, wenn er nicht merken soll, dass hier deutlich etwas schief läuft. Also es bleibt spannend. Bleib dran bis zum Ende. Solltest du noch kein Abonnent sein, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, damit du kein zukünftiges Video mehr verpasst. Wir gehen auch direkt rein ins Video. Wir reden über einen Teil, dann gucken wir weiter und dann machen wir ein paar Stops und reden immer über das, was gerade passiert ist. Ich habe euch ein paar Szenen aus der Reportage zusammengeschnitten. Film ab! Deutschland Anfang 2024. Immer noch kommen jede Woche neue Flüchtlinge in den Kommunen an. Man muss einfach sagen, die Kommunen sind deutlich am Limit und es müssen schlicht und ergreifend weniger Menschen in die Kommunen kommen. Nicht nur Plätze in Unterkünften werden knapp. Auch Kitas und Schulen wissen nicht, wie sie die Kinder der Geflüchteten unterrichten sollen. Das System an seinen Grenzen. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Wir haben momentan nicht mehr genügend Plätze vorhanden, um die Kinder unterzubringen. Die Flüchtlingskrise, eine Zerreißprobe nicht nur für die Kommunen, sondern für die ganze Gesellschaft. Was sagt ihr zu diesem ersten Teil? Wenn es jetzt schon nicht mehr funktioniert, wäre es ja das Sinnvollste, aufzuhören. Erstmal wieder die Kontrolle zu bekommen, weil wenn man jetzt schon keinerlei Möglichkeiten mehr hat, das vernünftig zu kontrollieren und für die Leute, die jetzt geflohen sind, in Anführungszeichen, sinnvoll diese zu integrieren oder auch sinnvoll in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dann macht es ja keinen Sinn, einfach weiterzumachen, weil wenn es jetzt schon nicht funktioniert, wird es halt zukünftig auch nicht funktionieren, wenn die Leute jetzt schon komplett überfordert sind. Aber ist nur so eine Meinung von mir. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine brauchen kein Asyl zu beantragen, alle anderen schon. Die zweitgrößte Gruppe sind Geflüchtete aus der Türkei, vor Syrern und Afghanen. Die Verwaltungsmitarbeiter sollen sich nicht nur administrativ um die Geflüchteten kümmern, sondern eigentlich auch als Lotsen fungieren. Hilfestellung geben bei Fragen zu Asylanträgen, medizinischer Versorgung oder bei alltäglichen Fragen wie, wo gehe ich einkaufen? Doch jeden Donnerstag kommen rund 60 Geflüchtete mehr. Da ist das kaum zu schaffen. Ich müsste dann praktisch alle 10 Tage einen weiteren Mitarbeiter, Mitarbeiterin einstellen. Das gelingt natürlich nicht, weil wir die Fachkräfte auf dem Markt nicht haben. Mit der Folge natürlich, dass die Belastung der Kolleginnen und Kollegen deutlich ansteigt und wir im Grunde im Rahmen der Betreuung faktisch gar nichts mehr machen, sondern nur noch Leistungsgewährung machen. Schlussendlich hat das mit Integration sehr wenig oder faktisch nichts mehr zu tun. Nach der Zuweisung geht es für die Menschen gleich mit dem Bus weiter, in die Unterkünfte der Kommunen. Nicht nur die Behörden, auch die Menschen in der Region nehmen wahr, dass immer mehr Geflüchtete kommen. Ich sehe, dass sich das Straßenbild geändert hat. Also ich bin Mitarbeiterin bei der Tafel in Bensheim. Dort gibt es wesentlich mehr Kunden als vorher. Das Problem ist nicht nur die Zahl, das Problem sind die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe. Eine Lösung der Situation ist erstmal nicht in Sicht. Es wird ganz klar gesagt, eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Und ihr müsst euch überlegen, diese drei Passanten oder die Passanten, die generell gefragt werden, ist das Beste, was sie euch hier präsentieren können. Sie werden natürlich nicht hingehen, 100 Leute befragen und dann daraus diejenigen auswählen, die am asylkritischsten sind und die Sache am meisten hinterfragen. Nein, sie werden eher die Leute nehmen, die vielleicht noch am humansten dieses Thema besprechen, weil ARD und ZDF ja eher pro Regierung berichten. Und wenn selbst diese Medien sagen, eine Verbesserung in Zukunft ist nicht möglich, dann sollte das jeden aufrütteln, der sich vielleicht auch nur darüber informiert. Es ist wirklich kritisch und nicht mehr vernünftig zu erklären. Er sagt ja auch ganz klar, eine Integration kann nicht mehr stattfinden. Also, sie sind komplett überfordert.
fordert. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wer denn der liebe Herr da war, das war einer von den Grünen, der sich hauptberuflich darum kümmert. Und er selber sagt es so und er ist Regierungspartei. Aber darauf kommen wir später noch einmal genauer. In diesen Containern in Bürstadt leben Syrer. Sie haben eine Bleibeberechtigung, hätten also die Erlaubnis, sich Arbeit und eine Wohnung zu suchen. Doch die Netto-Kaltmiete liegt in der Region Bergstraße bei etwa 16 Euro. Da ist es schon für Einheimische schwer, etwas zu finden. Auch die Jobcenter können angesichts der hohen Nachfrage kaum Arbeit oder Deutschkurse vermitteln. Diese Deutschvokabeln hier habe ich alle allein geschrieben. Es gibt keine vernünftigen Lehrer. Ich bin Schweizer und möchte in Deutschland vorankommen. Danke für die finanzielle Unterstützung, aber ich möchte selber Geld verdienen. So können wir uns nicht integrieren. Ich werde hier langsam faul und depressiv. Und die Familienzusammenführung kann bis zu 3 Jahre dauern. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ohne Perspektive staut sich Frust an. Noch eine Herausforderung für Matthias Schimpf. Nicht gut, eine Arbeit. Die suchen Arbeit. Also der ist vorhin zu mir auch gekommen, der auch. Aber das ist im Augenblick das Problem. Dass wir wissen, die Bleibeberechtigten wollen arbeiten, ja, aber im Augenblick es schwierig ist, auch dann entsprechend Jobs zu finden. Ne? Und das ist leider Gottes im Augenblick so. Da einfach noch ein bisschen um Geduld bitten. Ja, wir sind am Limit mit unseren Ressourcen. So wird es schwer mit der Integration von Geflüchteten. Fühlt ihr euch damit schon richtig belastet? Im Prinzip wird ja hier eindeutig gesagt, ihr seid mit Schuld daran, dass das alles mit der Integration von den Flüchtlingen nicht funktioniert. Und das finde ich schon ein sehr, sehr hartes Stück. Vor allem, wenn wir aus dem Bericht vorher uns oder aus dem Schnipsel vorher uns angeguckt haben, die Hauptleute, die kommen, sind Ukrainer, weil die keinen Asylantrag stellen müssen. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich beispielsweise einen ukrainischen Pass kaufen. Ist halt günstiger, als durch so komische Verfahren durchzukommen. Da braucht man keine Verfahren. Da kriegt man einfach so Geld, einfach so Leistungen. Dann die zweite Gruppe sind die Türken. Tja, ich weiß ja nicht. Ich dachte, Erdogan ist so der King in der Türkei. Hier wird doch am meisten Erdogan gewählt in Deutschland, aber komischerweise ist das für die Leute, die in der Türkei leben, gar nicht so geil. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen, wie man hier so drauf ist. Es ist beängstigend und dieser Artikel oder beziehungsweise dieser Abschnitt hat uns definitiv gezeigt, wir sind diejenigen, die schuld daran sind, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, halt nicht lernwillig sind, beziehungsweise wir sind die Leute, die schuld sind, dass die nicht gut integriert sind. Das wollte dieser Abschnitt uns sagen. Und habt ihr die ganzen Familien gesehen? Müsst ihr mal drauf achten. Es sind eigentlich nur junge oder ältere Männer. Keine Familien, nicht das, was uns in den Medien immer so schön verkauft wird. Warum denn bloß? Weniger Bürokratie und flexiblere Gesetze. Dafür verantwortlich wäre aus seiner Sicht die Bundesregierung. Denn die Kommunen allein können die Last der Flüchtlingskrise kaum bewältigen. Und die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen. Ich glaube, dass der Staat bis heute nicht ansatzweise verstanden hat, was die Kommunen leisten müssen und was sie leisten, um dieses Rad am Laufen zu halten. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn das alles nicht wäre, dann wären hier noch viel mehr Aggressionen in der Bevölkerung. Die AfD wäre wahrscheinlich schon bei 50%. In einer Umfrage sagen rund 40% der Kommunen, wir sind mit der Flüchtlingssituation völlig überlastet. Für 58% ist die Lage noch machbar. Nur 1,5% bezeichnen sie als entspannt. Tja, also 50% Stimmung für die AfD halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn man sich die Zukunft anguckt. Vor allem, es ist faktisch so, dass 1,5% der Kommunen sagen, ist entspannt, ist gut. Und alle anderen, jeweils zu ungefähr 50%, sagen, geht gar nicht. Also, sorry, aber
Den Kommunen geht es in Deutschland gar nicht gut. Ich lebe in einer Kommune, die auch komplett am Ende ist. Die kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Komischerweise sind die Menschen auch immer frustrierter, weil wenn die Integration jetzt schon nicht funktioniert und es jetzt schon zu Problemen kommt, dann werden diese Probleme garantiert gelöst, indem noch mehr Leute kommen. Und die Kontrolle haben wir jetzt auch schon nicht. Aber wir werden die Kontrolle bestimmt zurückgewinnen, wenn wir einfach nochmal genauso viele holen. Oder dreimal, viermal, fünfmal so viele. Ihr könnt euch eure Gedanken darüber machen. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Ich persönlich kann nur sagen, ist keine gute Idee. Keine Sorge, ich habe am Ende auch noch einen Stimmungsaufheller und einen Witz, den ihr garantiert ernst nehmt und der garantiert so passieren wird. Aber dazu kommen wir gleich. Er brauche die Gespräche mit den Menschen hier, um die Lage besser beurteilen zu können, sagt Matthias Schimpf. So erfährt er, dass viele der türkischen Geflüchteten ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen verlassen haben. Die Inflation unter Präsident Erdogan ist auf Rekordniveau und die Arbeitslosigkeit hoch. Doch hier werden laut Bundesamt nur 13% der Türken als Asylbewerber anerkannt. Der Landkreis aber muss alle betreuen. Die Bewerber mit Aussicht auf Bleiberecht genauso wie die ohne. Und das belastet natürlich das System. Deswegen war ja unsere Forderung der kommunalen Familie immer, dass bitte nur den Kommunen Personen zugewiesen werden, die auch tatsächlich eine realistische Bleiberechtsperspektive haben. Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wir aufgrund der hohen Zahl der Menschen, die zu uns kommen, eigentlich die Grund nur verwahren, aber faktisch keine Betreuung richtig machen können. Die Situation wird sich sehr, sehr deutlich in 2024 nochmal verschärfen. Die Bevölkerung spürt das. Vielerorts wächst der Unmut. Die Leute, die hierher kommen, die keinen Asylstatus haben und dann sind sie jahrelang hier, das ist auch nicht vertretbar. Da muss auch, sag ich mal, konsequenter die gesetzlichen Möglichkeiten, die bestehen, auch ausgeschöpft werden. Flüchtlinge von mir aus, aber definitiv Wirtschaftsflüchtlinge, nee, Briefmarke und weg. Man müsste da vielleicht an den europäischen Außengrenzen da mehr Kontrolle machen, dass da einfach nicht nach Europa reinkommen, die nicht berechtigt sind, Asyl zu beantragen. Eieieiei, wir haben hier schon wieder drei rechte Meinungen von Bürgern. Also die Stimmung scheint ja ein extrem großes Problem zu sein in Deutschland, wie sie uns in dieser Reportage zeigen, weil das sind ja alles negative Stimmen, die Bundesregierung nicht in gutem Licht dastehen lassen. Sollte uns zu denken geben. Und auf die Situation in der Türkei habe ich ja gerade schon mal kurz hingewiesen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. 13%, glaube ich, was jetzt was genannt wurde, die hier nur einen Aufenthaltstitel bekommen. Aber jeder, der nach Deutschland kommt, der bleibt halt hier. Es gibt halt keine vernünftige Ausweisung. Aber jetzt kommt der größte Witz von allen. Und ihr könnt euch sicher sein, das wird genauso passieren. Möchten sie zumindest dem fleißigen ZDF-Zuschauer mitteilen. Bitte nicht lachen und bitte schreibt mir dazu einen Kommentar. Und jetzt Film ab. Wer kein Bleiberecht hat, soll in Zukunft schneller abgeschoben werden. Das verspricht zumindest die Bundesregierung. Genau. Ja, genau. Ja, hat ja so gut funktioniert, ne? Also, sorry, aber die Bundesregierung, die hat doch gar keine Ahnung mehr, was los ist. Die weiß doch überhaupt nicht mehr, wohin die Reise geht. Die versuchen einfach irgendwie an der Macht zu bleiben. Die merken gar nicht, wie der Kahn komplett am Sinken ist. Und ja, wie heißt es so schön? Wer nicht hören will, muss fühlen. Und leider müssen immer mehr Leute das auch am eigenen Leib spüren. Ob es um Abstecher oder um Reicherer geht. In Deutschland passiert jeden Tag immer mehr. Also pass auf dich auf und freu dich auf die nächsten Wahlen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Video wieder. Das ist auf jeden Fall etwas, was kein Deutscher gucken sollte.